Wunderschönen guten Morgen, Keks dich. Ja, ich bin schon wach. Obwohl ich letzte Nacht echt lange gemacht habe. Oh, die Katze, die hat mich heute Morgen. Ja, ich war schon ganz früh wach. Irgendwann weckt die Katze mich heute Morgen um 4. Keine Ahnung, dann habe ich mich vorhin nochmal hingelegt. Und jetzt, ja, weiß ich nicht. Ne? Jetzt bin ich wach. War ein Sturm draußen, wa? Ja, genau, Sturm. Ach, ja, warte, geht gleich los. Ich habe mir noch eben eine Zigarette gedreht, weil das auf YouTube so manchmal dann so lange dauert, bis das da startet, nicht? Und dann oh. Wie spät haben wir es denn? Ach, das ist doch so früh gar nicht mehr. Was macht Mamba denn? Ist sie auch da? So, warte, dann müssen wir mal hier erstmal in der Einstellung. Ne? Ich bin ja auf meinem Game-Server hier erstmal. Erstmal hier, ne, dass wir auch was machen können hier. Ist eigentlich auch noch verschrieben. Was? Wieso hast du keinen Ton mehr? Ja, wir hatten hier gestern fette Ernteparty letzte Nacht. Aber jetzt spule ich erstmal vor hier. Ich will eben aus der Dunkelheit raus. Kühe, ja, die schaffen das bis morgen. Ja, war das denn interessant? Heute Morgen die erste Presseschau mit dem neuen Team. Ja, jetzt ging das ein bisschen geflickt, dazu sagtest du, ne? Ne, guck mal, wie meine Milch hier steigt. Hier, das meine einzigste Einnahmequelle hier so richtig. Nee, da habe ich mich, weiß ich nicht, überhaupt nicht mit beschäftigt. Also ich, wie gesagt, wir haben hier gestern die ganze Zeit. Ach, die ist hier Drock auf der Karte, ne? Weil gestern, also, ne? Auf meiner Map hier, ne? Siehst du oben später Sommer und ich hab von dem Jahreszeiten-Mod, der hier drauf ist, da kannst du so Geos laden, nicht? Also für jede Region denn so ihr spezifisches Klima. Und ich habe mir hier fürs Allgäu, wo ich hier gerade spiele, ein ganz altes, also. Ein ganz altes bayerisches Geo draufgeladen, was ich irgendwo gefunden hatte. Und das ist echt eine Herausforderung teilweise. Oder? Also so ein schweres Geo habe ich noch nie gehabt. Ja, ja, gelogen wird mit Sicherheit immer noch genug keksig, aber. Also auf jeden Fall nicht mehr in der stillosen Form wie vorher, ne, und nicht, ich meine, das macht auch schon mal viel aus, dass der beiden, glaube ich, kein Psycho ist, ne, da funktioniert so ein Gehirn ganz anders und da kommen vernünftige Sachen bei raus. Ich habe auf Arte heute Morgen irgendwas, sowas ja auch immer gerne mal gucken. Kann ich dir nachher auch noch einen Link schicken? Ich habe ausgerechnet auf Arte heute Morgen einen Streifen gefunden, den haben sie
2020 im Dezember noch hochgeladen und der behandelt das Thema Geoengineering, nicht? Also alles im Prinzip, wovor alles, wofür man schon seit Jahren von so, was weiß ich, blinden Menschen da irgendwie verlacht wird, wird langsam offiziell bestätigt, ne? Naja, ist nicht schwer. Also dieses Spiel ist ja eine Simulation. Und eigentlich, wenn man das, ja, es ist schwierig, hier Schiffbruch zu erleiden, sag ich mal so. Also das ist, da muss man sich schon anstrengen. Ich streng mich jedes Mal an und jedes Mal komme ich da auch wieder irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Es gab mal in dem Vorgängerversion, hier in der Vorgängerversion, in dem 17er, da gab es noch den Bank of Hagenstedt-Mod, ne? Den habe ich gern genommen, weil wenn du dir dazu, also wenn du dir bei der Bank Kohle geliehen hast, also die hat dir wirklich das Genick abgedreht. So, hier ist das jetzt, ist auch lästig mit den Schulden, aber jetzt, ich glaube, ich habe jetzt die 2,5 Millionen Euro Schuldenmarke geknackt hier. Also Betrieb wächst gut, aber ich investiere auch also alles, ne? Und ich glaube, ich zahle hier pro Tag für 2,4 irgendwas Millionen Schulden. Was zahle ich denn am Tag hier? 9.000 Euro Zinsen? Naja, und mittlerweile siehst du, was ich hier pro Tag an Milch kriege. Und der Milchpreis, der ist gar nicht so schlecht hier im Spiel. Der ist so bei 90 Cent die meiste Zeit. Also, jetzt wundert ist, dass es 6 Uhr ist. Normalerweise müsste die Connection jetzt auf grün schalten. Das heißt, dann hat der Milchfarbe, der, warte mal. Siehst du, an seinen Pflanzenöl in Diesel nicht. Also das sind dann so kleine Sachen, nicht? Ich meine, ich verkaufe jeden Tag Milch, aber wenn du zu viel sammelst und dann kommt mal eine Nachfrage und du willst es unbedingt loswerden, dann kommt sowas wie jetzt. Ne? Der Wagen, der hat hier Pflanzenöl drin und läuft nicht mehr und also. Pipapo hier. Was? Trump hat jetzt das letzte Mal direkt. Ah. Der Trump, der lügt schon, wenn er guten Tag sagt, dann ist schon die Hälfte gelogen hier. So, und jetzt fange ich hier aber mal anders an, weil ich in dem Spiel das Problem hatte, dass zum Beispiel bei der Bodenerkennung bei dem Precision Farming ist das wohl ernteabhängig auf den Feldern, wie lange sich das hält. Weil ich habe jetzt schon bei drei Feldern gehabt, dass da irgendwie die Werte überhaupt nicht mehr gestimmt haben. Und jetzt will ich das erstmal anders versuchen. Jetzt will ich das erstmal hier resetten, zurücksetzen, weil die Ernte ist ja gelaufen. Ertrag. Das war nicht so pralle dieses Jahr. Das war nicht so pralle dieses Jahr. Setzt du das zurück? Ne, setzt du auch nicht zurück. Ertragskarte. Ne, löschen sollst du die auch nicht, du Idiot. Ja, meine Ertragskartierung behalten. Ja, Keksi, ich rufe die nachher nochmal an. Wenn ich hier fertig bin. Gott, der Mähdrescher steht ja auch noch hier. Also was ich total genial an der Map finde, das sind die Texturen hier, die Bodentexturen, ne? Also für die Pflanzen auch im abgeernteten Zustand. Also richtig cool war das gestern Abend. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei der Beleuchtung hier ist, aber als ich gestern am späten Nachmittag hier Raps gedroschen habe.
Da sah der Boden fast aus, als wäre ich auf einem echten Rapsfeld gewesen. Ja, um die Uhrzeit ist hier noch wenig los auf den Straßen.
das Stück hier zur Linken, das gehört mir auch noch. Das ist eigentlich auch reif, aber... Ich hatte so viel Gülle über, dass ich auf diesem Fels in der Zwischenperiode einmal Gülle drauf gefahren habe. Ne? Schön mit einem dicken Güllefass, Prallteller und ohne Pflegereifen. Weil ich habe ja extra die Fahrspuren drin hier vom Proceed. Aber wie gesagt, da die Ballonreifen vom Güllefass, das war ein bisschen zu viel. Warte mal, halt mal an hier, gucken wir mal, wie ihr selber noch mal wissen. Und jetzt ist das im Wachstum dann so, dass das so aussieht, dass die... das war eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, dass die Pflanzen, die du platt gefahren hattest, im Wachstum eine Stufe zurückgestellt wurden. Ich bin hier, glaube ich, in der zweiten Wachstumsphase drüber gefahren, also in einer Stufe, wo, ja, wo das Berühren dann auch schon was ausmacht. Naja, und optisch sieht man es eigentlich nicht mehr. Aber er zeigt halt an. Dass das hier noch nicht so weit ist. Naja, dann warten wir noch einen Tag. Aber ich fahre den Drescher nur nach Hause, wie gesagt. Dreschen brauche ich heute nicht mehr. Man hat vergessen, auch eine geile Aktion. Vielleicht hätte man das ausstreamen sollen. Ja, aber jetzt ist nach der Ernte. Ne, stimmt auch nicht. Also noch. Hafer kommt. Soja habe ich noch, aber das dauert noch. Ne? Das dauert noch. Vorm Herbstanfang ist jetzt erstmal erntetechnisch soweit alles geregelt. Erkältung eingefangen hier. Oh, Scheiße. Da steht ja noch ein Anhänger.
Das steht ja jetzt aber gerade gar nicht so günstig. Ach, steht das sowieso hin? Da sollte das eigentlich weg. Ich muss da irgendwie... Stimmt, ich habe ja auch gepresst, die Strohballen, die könnte ich auch mal eben schnell einsammeln. So, vorhin eben schnell gefüttert noch, eben schnell. Einher so gesehen. Hallo. Guten Morgen. Den Johnny nehme ich normalerweise nicht zum Füttern, ne? Das ist mein Hauptschlepper, aber gestern... Der Knecht war mit dem anderen noch unterwegs. Und er kam, ne, er kam Cheftrecker eben halt mal von Futtermischer hier. Steckt er auch mal ordentlich in das Silo. Stoll von Dining, was ist mit den Dislikes? Das weiß ich nicht, was ist denn mit den Dislikes? Kannst du mir kein Dislike geben oder warum fragst du mich das? Oder hat einer Dislike-Party gemacht? Ich habe das nicht offen, wenn ich hier... Ich habe nur den Chat von YouTube offen, weil wenn ich wenn ich YouTube ganz auf habe im Moment bei meiner schwachen Internetleitung, dann habe ich ja immer Elend. Ja, dann hat einer Dislike-Party gemacht hier.
packe ich nahe die Strohballen hier in die Mitte. Ich glaube, das wäre auch gar nicht so schlecht, weil ich habe ja... Ich habe den Kuhstall jetzt fast voll. Und ich habe jetzt 260 Kühe, die auch Milch geben. Und auch noch ein paar ausgewachsene Bullen dazwischen. Und ja, also insgesamt, weiß ich nicht, bin ich bei 290 gewesen. Ja, ein paar Kälber hatte ich schon wieder verkauft. Aber es nähert sich so langsam. Ne? Also der Stall ist voll. Tiere dementsprechend auch alt und erwachsen und auf Leistung vor allen Dingen, und dann haben sie Hunger, ne? Deswegen brauche ich im Moment Unmengen an Heu und Stroh. Den Hof hier, ich finde das irgendwie cool, dass der so verwinkelt und was heißt verwinkelt, aber naja, dass er halt so ist, wie er ist. Alles so zusammentüdel hier. Checkt das da. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, aber das kann hier noch ein bisschen anhalten weg. Aber ich guck, ich komm nachher mal vorbei, ja. So. Was, Mui? Und eigentlich brauche ich die Teleskoplader, Alter, weil kommt auch noch jede Menge Heu dazu. Das Problem ist immer, du kommst mit den Anhängern schlecht rein, weil, nicht? Weil, ja, die Scheune in der Höhe ja auch nicht so viel hergibt, wenn die Ballen draufstehen. Und wenn du hier mit dem Anhänger reinfährst, zu würgen, das macht auch nicht so viel Freude, also... Ich hatte hier mal einen Spielstand im Singleplayer, da hatte ich das sogar da oben alles mit vollgeschmissen. Das geht halt nur mit dem Teleskoplader, ne? Aber ich weiß auch nicht, ob ich mir das jetzt noch antue. Eigentlich bräuchte ich dringend einen, weil der Trecker hier, mein Frontlader-Trecker hier, der pfeift auch echt schon aus dem letzten Loch. So missbraucht auf der Farm, ja, der hat halt so viel zu tun, ne? Füttern und allen möglichen Scheiß, also ich glaube im realen Leben, er hätte schon längst Vorderachsbruch gehabt. Die Ernte war echt durchwachsen, muss ich sagen. Also manche Felder waren außergewöhnlich gut vom Ertrag und von allem. Und einige waren außerordentlich bescheiden.
Das passt ja wieder. Einer bleibt über, aber das ist auch ein Heuballen. Fantastisch. Ja, wohl nichts passieren, den anderen passiert ja auch nichts hier unter Dach. Oh, ich stehe da mal mit hin. Oh, das passt wieder gar nicht, oder? Gerade so. Wir gucken mal lieber nicht genau, so genau hin. Thank you.
Gott, oh Gott, der Sprit ist ja auch schon wieder knapp hier auf dem Trecker. Ah, der hat gestern gut was tun müssen hier, ey, mein lieber Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit dem dicken Anhänger hier zur Tanke hinkomme. Suchen. Schöne Zapfsäule, kommt von Pregel. Steine gelaufen, naja. Egal. Hier war Tritikale drauf. Also was hier runtergekommen ist, das war enorm. Sowohl in Ertrag als auch in Form von Strohschwaden. Die Grundtextur hier, die Pflanzen, wie das hier aussieht im abgeernteten Zustand, ich finde das Wahnsinn, wa? Ja, ich weiß nicht, wie das bei YouTube rüberkommt, wahrscheinlich wird das im Video, es ist ja immer leider ein bisschen verschwommen, ne? Wenn man das sicherlich gar nicht so gut sehen kann, aber ey, das ist schon richtig cool hier, wa?
nutze den Autoloader hier gerne, ne? Also ich meine auch, wenn wir jetzt auch auf Multiplayer sind, aber also wenn ich das jetzt alleine hier die Ballen wegfahre, dann würde ich ja wieder den ganzen Tag brauchen. Wenn wir hier durchgehen mit 10 Mann wären, ne, wenn ein paar, dann wir mit 3-4 Mann so stapeln und abfahren würden, dann könnte man das machen, aber ansonsten habe ich die Zeit da nicht für. Einen wunderschönen guten Morgen, Ramona. Der Autoloader hier von Holland, den kann ich nur sehr wärmstens empfehlen. Vor allen Dingen, weil du die Beulen so schön stapeln kannst damit. Du kannst die bei den Gebäuden auch durch die Wand schieben, wenn du außen stehst und sowas. Das kannst du auch machen. Ja, das Geruckel hier, das liegt am Server. Der hat zu gewissen Zeiten hat er mal seine Zuckung hier. Halt! Wo kommt denn der her? Voll. Einmal den Anhänger gelobt, schon macht er Scheiße. Schon macht er Scheiße. Nee, 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 nee. Mann, die Praktikanten, ey. Ja, ein neues Gerät zum Stroh einstreuen würde ich mir für die Wintersaison auch noch holen. Ich habe bis jetzt wacker mit diesem, wie heißt das Ding, Quarzi oder keine Ahnung, ihr wisst schon, mit dem blauen, den ihr vorne im Frontlader oder ein Radlader hängen kannst. Da passt ja immer nur ein Ball rein, ja manchmal zwei, wenn du ein bisschen Glück hast beim Befüllen. Der ist natürlich endgeil von der Entladeoptik und ja, weil gerade in dem Stall, den ich jetzt habe hier, weil du da wirklich also optisch jede Liegefläche mitbekommen kannst. Aber ja, wie gesagt, im Winter, wir brauchen so viel Stroh, ich werde mal jetzt den Wazi, den werde ich nicht verkaufen, der kostet ja eh nichts, der kostet irgendwie nur 2500 im Einkauf. Deswegen stelle ich mir den hier irgendwie mal eine Ecke. Aber ich werde den Gyrax mal probieren hier. Jetzt fahren wir ein bisschen Gewürge, weil das hier alles so eng ist. Denn NTL LS17, guten Morgen. Like und Abo hast du von mir. Dankeschön, NTL, Dankeschön. Ja. Haben schon nichts mehr. Ja komm, dann geben wir den mal einen Ball. Das ist noch voll okay, aber das hier, die ich hatte jetzt die letzte Saison natürlich kein, die letzten Tage in der Saison hier keinen Strom mehr, also ich hatte die auf, das höchste war jetzt schon mal 96%. Ja, aber ich hatte auch keine Lust, alles nachzukaufen, nicht? Und weil ich dann auch wieder mal ein bisschen Gülle brauchte hier, für nachher über das Getreide zu fahren und so. Kriegen die dann immer mal wieder so ein paar Ballen, dass sie dann so sich zwischen 92 und 94 da irgendwie was einpendeln und dann
Ja, ey, NTL sollen sie doch machen, ey. Mir doch scheißegal, ey. Kinder sitzen alle zu Hause, haben Langeweile. Das interessiert mich überhaupt nicht, sowas war. Vor allen Dingen, ich sehe das auch gar nicht, NTL. Ich habe wirklich, ich habe mir das angewöhnt. Ja, was heißt angewöhnt? Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe auch eine echt, echt rustikale Internetleitung. Wie soll ich mich da ausdrücken? Und wenn ich jetzt hier alles während des Streams offen habe, dann habe ich im Spiel selber, merke ich das dann, dann fängt das hier mal, ja, dann habe ich hier Irritation. Also bin ich dazu übergegangen, dass ich alles andere außer dem Chat ausgeschaltet habe. Ich sehe das gar nicht. Also was mir jetzt ja leid tut, was heißt leid tut, aber was ich jetzt gemerkt habe, ich hatte lange Streampause gemacht und ich habe diese Abo-Geschichte und so, merke ich, muss ich nochmal neu starten, weil wenn du mich abonniert hast, hätte normalerweise jetzt ja auch hier, hätte ich zumindest das Geräusch da hören müssen, ne? Und dann weißt du ja wohl, dann kommt dann irgendwie so eine klatschende Frau oder was über den Bildschirm gehüpft und sagt dann danke fürs Abo, das ist sicher nicht passiert. Aber ich sag mal, ne, persönlich nochmal danke und ja, ich werde das auf jeden Fall nochmal aktivieren jetzt. Verdammte Insole. Ich habe doch irgendwo noch ein Frontgewicht. Ich brauche das Frontgewicht gleich, weil das Ding ist so schwer. Oder Heckgewicht, alles ja, Heckgewicht. Das Frontgewicht jetzt als Heckgewicht. Wo habe ich es gelassen? Da ist es doch. Letzte Nacht war echt chaotisch. Ja, wie gesagt, dieses Wazi-Ding ist ein bisschen. Also man kann sich's einfacher machen, aber ich finde der hat so eine schöne Animation, das ist ja gleich, ne? Ja, ihr kennt ihn ja auch alle. Aber falls irgendeiner den noch nicht gespielt hat, ne, wartet man ab, wie schön das gleich aussieht beim Einstreuen. Bist du schon in einem Team? In was für ein Team meinst du? Also wir sind hier ein Team auf dem Server. Ich spiele im Moment bloß alleine, weil die anderen ein bisschen arbeiten oder sind noch nicht wach. Oder was meinst du? Oder meinst du bei der LS-Liga im Team da, in dem... Ach, Tournament-Kram da. Ich brauche unbedingt einen Telelader hier, oder passt das? Das Ding hier, das muss. Der muss viel zu viel arbeiten hier. Also wie gesagt, im reellen Leben hätte er bestimmt schon vor der Axt Schaden gehabt. So viel Futter wie der letztes Jahr hier geschaufelt hat, mein lieber Mann, ey. FSL? Farm Simulator League? Ja, genau. Farm Simulator League, richtig. Wir sind ein Team und suchen noch Leute oder kleine Teams, die sich zusammenschließen wollen. Okay, ist okay. Brauchst dich nicht entschuldigen wegen Werbung. Suche aber auch nicht YouTuber. Achso. Ja, und was meinst du denn mit kleinen Teams? Meinst du für die Simulator, für die League da oder meinst du so zum Zocken oder was? Für einen Server, für Multiplayer.
Ah, toll, jetzt habe ich mir hier die Beute hingepackt. Ja, normal, aber ja, du siehst die Idee, ich kann damit jetzt im Prinzip, wenn der Haufen hier mal weg ist oder wenn ich von der anderen Seite fahre, dann kannst du hier wirklich so von jeder Seite jede Box mit dem Strahl erwischen. Ich weiß gar nicht, ob das bei den anderen Geräten auch geht, aber wie gesagt, wenn du siehst, wie lange er hier einen Ballen auflöst und dann musst du immer einen reintun und so. Ich glaube, ich hole mir mal den Girax. Bis Giants Partner und G-Portal. Ja, bei G-Portal bin ich ja nicht Partner, aber Server habe ich auch bei G-Portal genommen. Muss ich auch echt, ist mir empfohlen worden und habe ich jetzt auch echt, muss ich sagen, hier. Ich bin schon etwas älter und so Computersachen, da bin ich nicht, wie soll ich sagen, da bin ich nicht so helle drin. Und dann hatte ich da mit dem Speicherplatz, ich weiß nicht, ob du den Bug bei G-Portal auch hast, dass wenn du auf die Seite von denen gehst, also. Die Seite, bevor du auf dein Webinterface kommst, ne? Das steht dann ja immer, das steht ja immer Speicherplatz. Und der war bei mir schon auf 100, ich weiß nicht was, 110 oder 118%. Und wenn du dann bei dem, ah, Motor aus hier. Und wenn du dann hier geguckt hast, auf da, wo du die Seite, wo du die Mods auch verlinken kannst, ne? Da stehen ja auch deine Mods drauf und dann steht ja auch drunter, wie viel du hast. Und da stand dann das, die Zahl, die auch wirklich, ich hatte so ungefähr 1,32 oder 1,4 Gigabyte. Und da wusste ich jetzt auch nicht, ne? Ich sag, muss ich denn jetzt hier noch irgendwie Geld nachlösen, dass ich denn mehr Speicher habe und so. Und dann habe ich da so angerufen. Ne, aber die waren so nett, also. Da können sich andere, ich glaube, die hatten auch, die haben auch das Telefon da im eigenen Haus gehabt und das nicht über ein Callcenter geregelt. Also da können sich andere echt mal eine Scheibe abschneiden, wa? Ach so, ja, das ist schön. Also nichts gegen jüngere Leute, ne, wenn jetzt welche zugucken. Aber wie gesagt, wenn man so alte Säcke ist wie wir, nicht, dann ist halt auch manchmal schön, wenn man dann auch mal so ein paar mehr davon hat. Welche Map spielt ihr denn gerade? Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich hier ziemlich festgebissen auf dieser hier, weil ich habe, also Plummi hat schon neu gebaut hier. Ja, und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich habe schon so viel Viecher, ich habe hier, ich musste erstmal Land dazu kaufen, weil ich brauche unbedingt Güllenachweisfläche hier. Ich kriege den Mist hier nicht mehr entsorgt, weil es mit Precision Farming, da kriegst du auch nichts mehr auf die Felder rauf. Und wir sind hier, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir jetzt hier, wie wir hier drauf sind, aber also wir sind hier ganz hart dabei. Ja, aber rüberkommen kann man ja mal. Hier seid ihr auf TeamSpeak. Plummi, einen wunderschönen guten Morgen. So, die haben Stroh. Ich fahre den einfach mal wieder hier rein. Ja, normalerweise kippe ich die Ballen auch nicht einfach so alle auf den Futtergang. Aber jetzt hier zur Erntezeit habe ich es mal gemacht. Weil den Trecker hier, den Frontlader, den habe ich dann ab und zu auch in Arbeit. Und hier, also wie gesagt, die Kühe, die fressen auch pro Tag 4 Ballen so im Stall. Und dann muss ich auch noch, also hier zum Füttern für den Stall, nämlich Luzerne. Und ach, wenn ich Mischung mache, dann geht das ja nur mit richtigen Heuballen und dann, ja, da brauche ich am Tag mindestens noch 2 oder 3. Also die haben gut Hunger, wenn die hier auf Leistung sind. Aber bringen auch tierisch Geld, also da muss man auch mal dazu sagen. Und mein Kollege, der hat ja auch schon gebaut und so, ne? Aber ich habe hier schon geguckt, ne? Deswegen habe ich mir das Nachbarland gekauft, weil dies werde ich wahrscheinlich verschandeln. Hier so in diesem Bereich ist das ja auch nicht ganz so extrem. Also ich denke mal, hier werde ich neu bauen. Also dieses Jahr nicht mehr, das schaffe ich nicht mehr. Weil ich dieses Jahr so viel Land gekauft habe, aber nächstes Jahr mal gucken. Nächstes Jahr eventuell noch eine Kuhstall oder auch noch eine kleine BGA dazu.
Also ein Maststall dann für die Bullen, die hier, ne? Die hier rauskommen. Wolftiger, moin! Ihr habt viel vor mit Modern etc. Der Mod ist aktuell. Die Grünland, also ich bin absoluter Grünland-Fetischist. Ich weiß nicht, du warst ja so oft noch nicht hier, aber es kommt auch, weil ich komme selber. Ich bin Ostfriese und hier komme aus dem Herzen der Milchviehproduktion hier. Und ich spiele unheimlich gern Viehwirtschaft und Grünland. Auch gern echt. Also wie gesagt, jetzt habe ich dieses Ding hier, was ja auch ein Cheat ist, aber das habe ich vorhin auch gesagt, ich habe einfach nicht die Zeit. Ne? Mein Tag hat nur 24 Stunden und wenn ich jetzt alle Ballen selber aufsuche hier auf dem Server. Na? Ich bremse die anderen teilweise sowieso schon so aus, weil, ne? Weil, ja, nee, ausbremsen auch nicht, aber du weißt ja, wie das ist, wenn du denn viel Land hast. Einige sind ja auch dabei, also Plummi jetzt nicht, aber... Ja, hier auf dieser Karte jetzt auch nicht, aber du wirst das Problem dann auch kennen. Spielst du selber so mit mittleren Sachen, dann kommen welche, die kaufen gleich das breiteste und größte, nicht? Sind in 2 Minuten fertig, weil sie irgendwie nur 4 Hektar haben und machst mal einen Big Bad machen. Und dann, ja, ne? Also. Ja, Interesse, ja, so weit kann ich jetzt auch nicht gehen, NTL. Wie gesagt, ich habe ja selber auch hier viel am Laufen, ne? Also ich kann einfach mal besuchen kommen, so, wa? Ich weiß bloß nicht, versuch mal... Ah ne, das ist ja auch blöd. Wie finde ich denn euren TeamSpeak-Server? Da kann ich nachher wohl nochmal, da kann ich nachher wohl nochmal gucken. Aber spielen... Ich will eigentlich überall immer gerne mitspielen, aber letztlich komme ich irgendwie zu nichts. Ja, wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden. Und wir sind im Moment auch wirklich ganz extrem hier auf dieser Karte am Suchten mit ein paar Mann. Also da kann ich keine Versprechen machen. Ich würde gerne mal vorbeikommen. So, aber vielleicht ist ja witzig, aber ich kann dir jetzt nichts hier zusagen oder versprechen. Ja, dich ausbremsen nicht. Gespannt, was dann mit dem Ball macht. Pass auf, gleich mal zu klingen und alles fliegt hier auseinander. Ja, auch egal, wo ist sowieso ein Telelader. Ja, guck, hat er richtig gemacht. Hat der öfter mal, der Wagen. Also, ihr habt das auch, wenn du den vollbeladenen Multiplayer abstellst und gehst dann anschließend wieder in das Spiel rein. Dann liegen die Ballen alle auf der anderen Fläche auf dem Wagen. Aber er stellt die dann, wenn du die ablässt, dann dreht er die alle wieder um und legt die dann so hin, wa? Also, der Wagen funktioniert echt gut, wa? Ja, wie gesagt, der Wagen hier ist ja auch ein Cheat jetzt, ne? Aber ja, was willst du machen, ne? So fast, wo dann wirklich denn auch noch, ne? Wenn man Familienbetrieb simulieren könnte, wo dann noch ganze Zeit 3, 4 Leute mit drauf sind, dann könnte man das ja machen mit den Ballen selber reinfahren. Aber wenn ich das jetzt alleine mache, das ist mir das ja, da muss ich echt ganz viel Bock drauf haben, wa? Und aber das, weil dann wäre ich jetzt ja einen Tag nur mit Ballenfahren beschäftigt. Und das, also solche Sachen da. Das schicke ich dann auch mal. Nee. Das ist kein. Ich habe letztes Jahr. Gut, letztes Jahr hatte ich die Luzerne nicht. Mein
steht wieder alles. Ah, morgens hat G-Portal wohl ab und zu mal Leitung überlastet oder meine Internetleitung. Ich hoffe, der stürzt jetzt nicht ab. Kann auch sein, dass der Server jetzt einen Neustart macht. Komm schon. Ich habe letztes Jahr die ganzen Luzerneballen, die da jetzt in der Halle stehen, noch nicht gehabt. Was ist denn hier? Hä? Verbindung zum Spiel verloren. Ja, das ist immer schön. Hatten wir letztes auch schon mal. Ah. Verbindung zum Spiel verloren. Das ist ja kacke. Mal gucken, vielleicht macht der einen Neustart gerade oder vielleicht muss ich gleich mal gucken gehen. Dieselmann, hey, guten Morgen. Lange nichts mehr gehört. Mensch, dir muss ich ja erst nochmal hier ein schönes neues 2021 wünschen. Ja, da muss ich nochmal nachgucken. Eigentlich habe ich das so eingestellt, dass der sich, also, dass der selber keinen Neustart macht, aber naja, vielleicht macht das ja doch. Jetzt ist die Frage, nicht, wann hat er das letzte Mal gespeichert, der Serke? Ja, oder er hat. Ich habe irgendeinen Lua-Error habe ich drin. Ich weiß nicht genau, welche Maschine das ist, ob das jetzt das John Deere-Pack ist. Oder ob das Roland-Pack ist. Naja, wir werden es sehen. Das haben die an den Servern irgendwie auch geändert, ne? Also das war bei dem anderen Server, den wir letztes Mal hatten, anders. Da hast du das irgendwie gehabt, wenn du rausgeflogen bist oder er das gemacht hat und du hattest nicht gespeichert, dann war teilweise das Spiel zurückgesetzt. Also bei diesem hier ist das egal, auch wenn ich so rausgehe, ohne zu speichern, der ist immer auf dem letzten aktuellen Spielstand. Also das finde ich auch schon mal. So, wo waren wir stehen geblieben? Futter. Ja, die Karte hat Soundbugs auf dem Hof. Das hatte ich letztes Jahr nicht, aber das Stroh hatte ich letztes Jahr auch ungefähr so viel und das hier war Mitte Frühling zu Ende, da konnte ich zukaufen. Also das heißt nicht das Stroh, das was hier liegt, sondern die Menge auch noch, die noch kommt, weil ja. Du hattest auch viel im Privatleben zu tun. Du, das ist ja so, ich hab das ganze letzte Jahr ja, auch fast nur mit Privatleben verbracht. Ich habe also im letzten Jahr ja kaum Streams oder irgendwas gemacht oder auch gar nicht gespielt, so war. War das letztens auch im Server gespielt, Verbindung verloren, wieder drauf, halbe Stunde Verbindung verloren, Autosave. Dann 25 Minuten gesetzt, ja. Ja, weil du alles normal machen musstest. Ja, ich weiß nicht, also dieser Autosave habe ich auf, war auch irgendwie eine halbe Stunde, also auch nicht so graviert lange. Aber wie gesagt, wenn solche Sachen wie jetzt passieren, irgendwie ist das hier besser geregelt wie früher, weil dieser, der ist immer auf dem Stand, wo du warst. Also, dass der dich zurückschmeißt, habe ich noch nicht gehabt, wa?
Außer wir haben selber. Wir haben, ich habe einmal ein Backup hier gemacht, weil da hatten wir Elend. Ach, hier ist ja schon alles weg, Robert. Wir hatten Elend. Wir hatten nämlich einen Hof hier verkauft. Also den habe ich zugemacht, weil ein Mitspieler nicht mehr konnte. Oder weil er nicht mehr konnte, woanders dann gespielt. Und da habe ich den Hof gelöscht. Und das war auf dieser Karte ein Fehler. Weil mit dem ich dachte, ja, dann löschst du den einfach, ne, damit du nicht selber alle Maschinen verkaufen musst und der das alles regelt. So, und dann habe ich den Hof gelöscht und was ist passiert mit dem Löschen, hat er auch sämtliche Tierfutter und alles Trigger mitgelöscht auf dem Hof. Jassis, was ist denn jetzt los? Und da haben wir den Server gestoppt und haben ein Backup geladen. Aber sonst war das bis jetzt das erste Mal, dass ich da irgendwie gemacht habe. Dieses Jahr soll es weiter vorangehen, ja. Du Dieselmann, wenn du mal Bock auf eine Runde LS hast, also ich habe hier noch Plätze frei, wa? Hier sind auch noch ein paar schöne Höfe frei. Aber wir spielen mit hier Seasons Precision Farming. Ja, also alles. Und Seasons und Precision Farming nehmen wir auch nicht runter. Ja, join mal gleich, Chloe. Ah. Wartungsarbeiten. Habe ich euch schon gesagt, dass ich die Textur hier, die Bodentextur, so grattenscharf finde auf der Map. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Und ich habe schon wieder Cindy und Bert im Kopf, immer wieder sonntags. Ich weiß nicht, immer wenn ich hier gute Laune kriege, dann auch einmal höre ich Cindy und Bert. Kann das angehen? Ich verstehe das gar nicht. Oh, Plummi, ich habe hier zwei Maispflanzen von dir mit kaputt gefahren. Und jetzt weiß ich auch wieder, jetzt wo mir das passiert ist. Ah, ich streame erst aus, meine Zigarette. Hier sind ja alles, hier ist ja alles weg, ne? Jetzt wo mir das passiert ist, fällt mir wieder ein, welchen Mod ich vergessen habe, hier mit drauf zu tun. Den habe ich gestern oder heute Nacht noch beim Sachsen-Let's Player gesehen. Es gibt jetzt einen Mod. Strafzahlungen. Ah, genau, 50 Euro, ich wollte es gerade sagen. Strafzahlungen bei Fruchtzerstörung. Also normalerweise, wenn der Mod jetzt schon aktiv gewesen wäre, dann hätte ich jetzt, wie Wolf hier schreibt, 50 Euro bezahlt und wäre automatisch auf Plummis Konto gegangen, weil ich ihm zwei Maispflanzen kaputt gefahren habe. Ich habe das gestern erst gesehen, gedownloadet habe ich den schon, ich habe den hier auf dem Server noch nicht angemacht. Aber der kommt auf jeden Fall mit drauf. Das ist ja wohl ein absolutes Muss. Ja, wir haben nicht nur zwei DLCs drauf. Wir haben... Eigentlich, was haben wir denn alles drauf? Also, wir haben Klaas drauf, Querneland drauf... Holmer, Alpine und
Und das war's, glaube ich. Ach so, du hast ja. Du, weil du, ne, sollte nur ein Angebot gewesen sein. Wir haben ja damals, Mensch, das ist so lange her. Dieselmann, und bitte nimm mir das nicht übel, wenn ich jetzt nicht gleich auf deinen richtigen Namen komme. Das fängt mir bestimmt nach dem Stream ein, aber ich werde auf jeden Fall den schönen Stream mit Prodax da auf der Quorn-Welt nicht vergessen, wo wir ihm die Anhänger hin und her gefahren haben. Und so, da haben wir viel Spaß gehabt, oder nicht? Also hier. Sowas, das vergesse ich dann nicht, auch wenn ich jetzt nicht gleich auf deinen Namen komme. Ja. Das Class DLC. Warte, ich drehe mir erstmal eine Zigarette hier. Bist du gar nicht da, Plummi? Kommst du nicht auf Discord? Ich bin doch auf Discord, oder bin ich nicht auf Discord? Ja, warte, ich drehe mir eben eine Zigarette. Also pH wird schlecht. Ich werde auf jeden Fall. Das habe ich auch, was ist das ja auch für mich neu, das Precision Farming. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, was er hier genau mit Löschen meint, aber du hast ja hier, wenn du das anguckst, kannst du das ja zurücksetzen. Und die sind jetzt noch nicht ganz so alt, aber so Stücke, ich glaube, das Precision Farming macht das abhängig von den Ernten, die du drauf fährst. Weil ich meine, wir sind jetzt, meine ich, im zweiten Jahr, wenn ich mich nicht täusche, aber da ich gerade am Anfang auf einigen Stücken ganz extremst, weil ich Futter brauchte, einen Wechsel zwischen Gras und Mais gemacht habe, so dass ich im Jahr so zwei Schnitte Gras plus eine Ernte Maissilage rausgekriegt habe, hatte ich auf einigen Stücken schon, dass er mir absolute Scheiße angezeigt hat. Also die 60 zum Beispiel oder die 58, das war dann alles so, ja, jetzt habe ich keins mehr, was so aussieht. Ist hier eins. Ja, so ähnlich wie das hier jetzt, ne? So dunkelgrün wird das dann angezeigt. Und das sagt ja, also, ja, erstmal dieses dunkelgrün findest du hier in der Farbskala fast gar nicht, da habe ich mich schon gewundert. Und wenn du dann da drüber gelaufen bist, dann hat dir diese kleine, die Feldinfo, immer was anderes angezeigt. Wie auf der großen Karte. Also müssen das dann ja veraltete Daten gewesen sein. So, und dann bin ich beigegangen, habe wieder bei den Stücken dann Bodenproben gezogen, ja, und wie durch ein Wunder funktionierte das dann wieder, ne? Ja, ich auch gleich drauf kommen können, anstatt dazu rätseln. So, warte eben, ich will mir eben schönen einen guten Morgen zusammen. Moin, Plummi. Na? Alle drei Jahre, ja, das kann sein, oder alle drei Ernten vielleicht, weil ich hatte. Also drei Ernten hatte ich in den anderthalb Jahren, wo das aussetzte, also bestimmt schon gefahren. Aber wie gesagt, ich habe, wie gesagt, mit Gras und Mais kannst du so ein bisschen was machen, ne? Gerade wenn du Viech oder BGA oder was hast, da kriegst du ja ziemlich Masse dann raus. Vielleicht hat er das auch daher abhängig gemacht. Aber nu, wenn du wieder Bodenproben neu nimmst, funktioniert das wieder alles. Deswegen wollte ich jetzt von den Stücken, die alle resetten, die ich geerntet habe, weil jetzt war ja gerade die Ernte gelaufen und dann, dass das da nicht mehr so, ja, dass das da die Werte einheitlich sind. So, ich drehe mir erstmal eine. Du machst Kaffee auch, mach mir auch einen, Ramona. Meine ist auch gerade alle. Und Plummi, hast du gut geschlafen? Habt ihr auch so einen Sturm gehabt? Der flacht bei uns gerade wieder ab. Immer noch. Ja? Bei uns ist gerade ganz extrem. Ne, hier war es in den frühen Morgenstunden richtig derbe. Jetzt wird es ein bisschen, beruhigt sich schon wieder. Ne, bei uns ist gerade, ja, gerade am Anfang würde ich schätzen. Ja. Das ist schon extrem wieder. Gestern alles gut reingekriegt hier auf der Map. Was bin ich bleed? Ich konnte brüllen vor Bleedschrauben. Wie heißt der Mod mit den Strafzahlungen?
Weiß ich nicht, guck mal beim Satzen Let's Player bei Korn ab. Der hat den, glaube ich, letzten, weiß ich nicht, der müsste den da bei Korn müsste der ziemlich vorne mit drauf sein. Der heißt Strafzahlung bei Fruchtzerstörung. Kann man sicherlich auch Schindluder mit treiben. Will ich nicht abstreiten, weil ne, wenn einer auf der Map ist, der 20 Millionen auf dem Konto hat, der könnte das auch als Wegezoll benutzen. Aber so finde ich das nicht schlecht. Vielleicht könnte man dann in der XML auch hier die Strafen noch dementsprechend anpassen, ne? Dass du hier was weiß ich, 100 Meter Fahrspur dann im anderen Feld gleich 50.000 Orken kosten. Also das wird auf jeden Fall helfen, wenn man das macht. Obwohl wir auf dem Server eigentlich nicht so die Probleme haben. Also wenn bei uns mal einer irgendwie Fahrspuren macht, dann ist das, ne, wenn der Server vorher da mal rumgesponnen hat oder kennst du ja, wenn du mal, ne, kennst du ja diese Störung, die der Server hat, dass du dann mal stehst und fliegst dann mal 50 Meter weiter. Meistens passiert das dann wegen sowas. Also hier fahren die alle vernünftig. Blättchenmangel, das gibt's ja nicht. Wo sind meine Blättchen? Ja. Sag mal, Robert, was stimmt mit dem Milchmann ja eigentlich nicht? Na, ich habe mich heute Morgen auch schon geärgert. Aber Es kann doch nicht wahr sein, wa? Du sagst ja, du kennst das nicht. Also ich kenne das von dem nicht anders. Das habe ich auf jeder Map. Das ist immer, So immer. extrem? Ja, oder das Spiel hat die Einstellung von meinem Computer auf der Franzosen-Map dafür mit übernommen oder so, weil da war das immer so extrem. Also da konntest du eigentlich drauf wetten, dass bei jedem dritten Verkauf oder jedes Mal dann irgendwas war. Ja. Kein Diesel, Kaffee verschüttet, oh Gott, was war da denn noch alles? Gülle im Tank, Auto kaputt. Und ich habe das den Eindruck, je regelmäßiger man verkauft, deswegen verkaufe ich normalerweise schon täglich. Wenn du jeden Tag verkaufst, macht der das eigentlich seltener. Wenn du so lange gesammelt hast, dann kann es eigentlich darauf angehen, dass das in die Hose geht, wenn du verkaufen willst. Moritz Neumann, einen Ich habe ja, wunderschönen also guten Morgen. ich verkaufe ja schon eigentlich jeden Tag, deswegen war ich so verwundert. Ja, ich auch. Ich verkaufe auch jeden Tag, aber ja, verkaufe ich morgen. Mir ist der Milchpreis dann außerordentlich gut gewesen, wenigstens heute. Anliegen. Ja, der Milchpreis steigt. Bei 89 ist ein guter Preis. Hat er uns die Tour wieder versaut, ne? Das ist, Na, vielleicht haben wir morgen 1000. glaube ich nicht. Obwohl wir haben hier irgendeinen Tag drin, da ist ein hoher Ausschlag. Ja. Ende Herbst. Wo sind 200? Also irgendwann hatten wir das auch mal. Irgendwann weiß ich ganz am Anfang, wo ich die erste Milch gekriegt habe, ja, das war da. Was war das denn? Sieben. Da war der auch mal auf über 1000. Günther, moin!
Oh, die kannst so laut hier durch den Ort fahren. Ich schlafe alle noch. Weiter, ja, egal. Zack. Da stehen sie gut. Und gleich wieder da. Jo. Wir legen das Nachbargrundstück hier ein bisschen mit, weil ich kenne die gut, die haben nichts dagegen. Wie gesagt, der Betrieb hier ist so gewachsen, dass hier mit dem Platzieren hier von einigen Sachen ist auch nicht ganz so ohne. Ja, wegen dem Gelände und Angleichen kostet dann ja immer so viel Geld. Aber wie gesagt, die meisten Schuppen hier, die brauche ich als Lager. Und hier würfel ich das meistens alles so zum Winter in irgendwie rein, so in der Werkstatt, aber jetzt, ich mag das auch mal gerne ein bisschen wild, ne? So, was haben wir jetzt? Jetzt wolltest du neue Bodenproben nehmen, da hinten, wo du anfängst, okay. Wir da. Ribi. Danke. Ja, weil das wollte ich jetzt mal gucken, wie funktioniert denn das? Ich bin jetzt da bei 46, so 46. Zurücksetzen. Was macht er denn, wenn ich das jetzt zurücksetze? Dann setzt er doch hoffentlich nur die Analyse zurück oder setzt er das Feld denn insgesamt zurück? Auf Null, nee, das müsste ja eigentlich nur... Ich werde nur die Bodenprobe. Du kannst ja einmal den Ertrag zurücksetzen, die Ertragskarte und die Werte. Weil du musst vorher das Feld anklicken, ne? Zurücksetzen. Und ich glaube, du musst als App mit angeloggt sein. Ja, nee, alles gut. Genauso sollte das. Achso. Das aus. Das auch aus. Jawohl, genauso sollte das. Hundertprozentig. So, da eiern wir dann eben schnell hin. So eine Action wie damals hast du wieder vor. Ach. Ja, kann man mal machen. Da war das ganz witzig, ja. Ja, ich habe die Silos auch wieder aufgekriegt. Die beiden waren auch ein bisschen am Rumspacken hier, aber man muss das nur früh genug machen hier vorne. Mit dem zweiten Mal öffnen, dann geht er hinten auf und dann... Mit dem Trecker auf dem Haufen und mit der Schaufel oben reingehauen und dann macht er das auf. So, bei dem Grassilo, ich werde es nochmal versuchen hier. Da habe ich das ein bisschen zu spät gemacht, glaube ich. Vielleicht hat es daran gelegen. Das haben wir ja komplett
Ja, was heißt komplett auch nicht, aber die Hälfte davon konnte ich nicht nutzen. Da haben wir dann so gelöscht. Weil es sich nicht mehr öffnen ließ, leider. Ah, ich habe das aber auch gut vergütet gekriegt. Wo hast du das denn vor? Also, spielst du auch gerade so eine große Map? Es gibt ja irgendwie so einen riesen Teil, ne? Wie ist die denn auch noch? Ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, irgendwie. Hat auch so einen komischen Namen, aber da ist ein Feld, glaube ich. Also es gibt ein Feld auf der Map, was haben sie gesagt, was 1200 Hektar groß ist oder so? Kandelin. Ah, das ist auch eine sehr schöne Map. Die haben wir auch schon gespielt. Obwohl, muss ich das jetzt machen hier? Ich weiß nicht, dieses Feld, das zeigt er ja doch noch gut an, ne? Ich meine, wenn das aussetzt, könnte ich es jetzt... Mir geht es jetzt nur um, weil ich das beim ersten Mal vergessen hatte, so die Wirtschaftsanalyse, damit du mal siehst, was für ein Nutzen-Kosten-Verhältnis man auf den Flächen hat. Ey, warte mal, ich warte erst noch mal. Ich guck mal, ob der das... Weil wir hier wieder ewig mit den Bodenproben rumdoktern, das kann ich dann auch machen, wenn ich alleine bin. Fahren wir den hier mal irgendwo schön in der Ecke. Wird schlecht, ja. 40 Kilogramm Hektar. Dann gucken wir mal. Deswegen hatte ich den hier gestern auch stehen lassen, weil gestern Abend hatte ich das auch irgendwie in geistiger Umnachtung gar nicht mehr richtig hingekriegt, die, naja, wie gesagt, das da zu löschen da. Von der Streuflänge her. Also Fahrgast waren aber 18 Meter wegen der Felsspritze. Ja, und eigentlich wegen der Seemaschine, ne? Weil ich habe eine 6 Meter Seemaschine und dann, wie gesagt, ich wollte eigentlich auf 24 Meter, aber das geht damit nicht, weil der schaltet die Fahrgassen immer nur in der Mitte. Und dann passt das nachher irgendwie nicht. Oder bin ich zu blöd? Weiß ich auch nicht.
Stickstoff. Doch, hat er angenommen. Schön. Nein, funktioniert das hier auf diesen Feldern noch. Normalerweise habe ich den Sonny hier vor dem Miststreuer hängen. Klaas, er sieht ihn auch wohl gut, aber er hat teilweise auch echt zu kämpfen damit. Plummis Imperium. Also wenn man von der Straße hier runterfährt, Plummi, das sieht richtig nervös aus hier, was du da gemacht hast. Wieso? Wo sieht man wo denn überhaupt? Wo bist du denn? Wenn ich bei der Molkerei, wenn ich von der Molkerei hier die Straße runterfahre. Ach so, hier oben, ja. Alles schön im Blick hier. Ja, stimmt. Ich hab eigentlich geguckt hier. Sieht fett aus. Ist aber auch schön, ne? Ja, muss ich auch sagen. Das ist wirklich, habe ich gar nicht betrachtet von hier oben noch nicht. Ja, sieht gut aus, wa? Was hast du denn dafür für die Bodenbearbeitung, hätte ich fast gesagt, für das Angleichen? Was hat die das denn gekostet? Das ist auch gar nicht so gut, oder? Ich glaube, der Stall hat 200.000 gekostet und ich glaube, die Bodenbearbeitung nochmal 100.000. Ja, so ungefähr wird das hinkommen. Ja, gut hingekriegt, ne? Ja, muss man nachts mal... Irgendwann stehe ich hier mal nachts drin. Also der Stall, der hat eine Nachtbeleuchtung. Das ist ja Wahnsinn, ey. Ja, das ist ein schöner Stall. Passt ja auch echt gut hin, muss ich sagen. Oder? Ja, muss ich auch sagen. Zum Nachhinein betrachtet. Nee. Gott, du hast ja gar kein Silo mehr. Eng langsam, aber ich habe noch genug Ballen. Ja, ich muss nachher mal rechnen, aber vielleicht ein paar kann ich auch noch. Könnte ich auch noch durch die BGA musen lassen. Glaube ich. Wie sieht es denn bei dir aus mit Gärreste? Hast du was über? Ja, da kannst du was wegholen. Wessen Hanumag ist das denn hier beim Händler? Ist das Jupp seiner noch? Nee, oder ist das... Jupp, ja? Doch, doch. Ja. Schönes Ding, ne? Der R28 gefällt mir sehr gut. Weißt du was? Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Den habe ich draufgeladen. Der ist wirklich schick. Ja, heute ist ein bisschen Entspannungsrunde, ey. Wir waren beide gestern so, also die Ernte hier gestern, ja, aber wahrscheinlich habe ich deswegen auch nicht gestreamt, weil es hier, ne, so nervenaufreibend und anstrengend war. Ich meine Ruhe haben wollte, da war ich keine Ahnung. Aber hier, das war schon der. Heute ist ein bisschen Spielzeit hier, so. Das ist das Kompaktradkorn, ne? Wir gucken uns mal den Hanno mal an. Karosserie. Ah, achso, kannst du bestimmt Speichen fällen und. Na, sagenhaft hier. Hochradversion.
Das ist ja geil. So, einen habe ich mal gehabt, wa? Allerdings ein R35, ja. Kann ich den auch als R35 machen? Okay. Jawollo, Alter. Allerdings, ja. Der war natürlich jenseits von Gut und Böse damals schon, wo ich den gekriegt habe. Den lassen wir so. Ja, den lassen wir einfach mal so. Warte mal. Einfach mal mieten, weil ich kein Geld mehr habe. Das springt aber noch richtig gut an für einen Hanomag. Ich habe ihn auch noch gar nicht getestet. Er hat mir dann im Shop auch gut gefallen. Ich werde mal überessen, mit ihm auch einzulegen. Ja, den lege ich mir auf jeden Fall zu. Mein, man soll ja nicht über Moss. Es ist jetzt auch kein Gemecker. Der Ganghebel ist nicht original. Armaturen auch nicht, aber egal. Weil gerade in diesem Modell hat Hanomag, ne, den ganz, ganz typischen Hanomag-Hebel, der einfach nur eine Eisenstange ist, die oben ein bisschen abgebogen ist. Sagen, schalten tut er wie ein Hanomag, weil Hanomag schaltet nicht nach oben und nach unten in Reihe, sondern nach links und rechts. Das macht er. Ja, das macht er tatsächlich. Ja, geil. Ja, ja, das ist vom Server hier die Verzögerung, man denkt, das macht man derbe. Also seitdem es die ganzen Hanomag-Mods und so gibt, die Guten, hätte ich auch echt mal Bock, eben nebenbei eine Oldtimer-Karte zu spielen. Ey, denke ich manchmal immer wieder. Schickes Gerät. Ja. Muss mal anmachen. Achso, hast du gerade im Stream gesehen, wie das hier anhört, wa? Noch nicht. Guck mal. Das ist stark gemacht. Endgeil, ne? Ja. Das ist ja wirklich schick. Ja. Ah, wir haben einen R35 und dann hat der Hanomag hat ja einen Rahmen. Ich weiß nicht, haben sie den? Ja, ist tatsächlich hier als Rahmen mit abgebildet. Und der Rahmen vorne ist noch so ein Hilfsrahmen, ne? Und der Frontlader, der davor saß, das war natürlich kein original Hanomag Gitterlader, sondern der wurde schon Generationen vorher vergewaltigt. Der hatten sie nämlich Bass-Frontlader vom 60er Cormac drauf geschweißt.
Gott, Gott. Ja, und da hatte der Rahmen Bruch gekriegt irgendwie vorne. Oder irgendwas war da. Und dann, wenn du mit dem Frontlader was angehoben hast, dann hier zog der vorne so weit auseinander, dass wir erstmal den Kühlerschlauch und alles verlängern mussten, weil sonst jedes Mal der Kühlerschlauch vom Kühler abrissen war, so eine Scheiße, wa? Ah. Aber den haben wir ein paar Jahre zum Ballenstapel benutzt und im Stall so. Der sprang aber nicht ganz so gut an wie dieser, also der musste so ungefähr viermal so lange orgeln. Aber das ist schon geil, ne? Das Ding ist echt. Ja. Also ein Riesendank an das Team oder an den Typen, der die Hanomax macht, war es Wahnsinn, ey. Stell dir bei dem Typen hier einfach vor die Garage, ne? Oder da hinten wohnt ein Oldtimer Freund hier. Krieg ich das dann nochmal hingestellt, fertig. Ja, das steht ja gut, oder? Bin ich denn schon mit meinem Trecker ganz? Ah, Kandelin, ach du bist schon weg, ja, jetzt bist du schon weg, scheiße, ich hab jetzt zu spät geguckt. Kandelin, ja, Mähdrescher-Party war geil da, ja, ne? Ja, das sind Maps, die haben echt geiles Potenzial, so, wa? Also, aber das kann man echt, finde ich, auch am besten dann echt im Winter machen, wenn man, ja, wenn alle zu Hause sind. Aber dann müssen da durchgehend 10 Leute mit auf dem Server sein. Ansonsten, finde ich, kriegt man dann irgendwann auch immer Frust, will ich nicht sagen. Aber es kommt aus solchen Maps ja auch irgendwie nicht richtig weiter. So eine Map hätte ich echt, oder so wie die MVP-Map, oder eine, hätte ich auch echt mal Bock. Ich meine, ich komme noch nicht aus der DDR, aber sowas hätte ich echt immer Bock drauf, sowas im DDR-Style zu spielen. Weißt du, mit von früher und dann richtig so mit 10 Leuten und dann, ne? Aber dann auch mit mittleren Maschinen. Und wenn du dann flügen gehst, dann geht hier VEB Pflanzenbau morgens halt mit 8 ZTs und Becher dann, ne, zur Arbeit und dann flügt man dann zusammen so ein Feld. Also das macht mir auch immer tierisch Spaß, aber man kriegt das immer selten hin, ne? Hey, Zockerborusse, moin! Udo Petersen, moin! Dann haben sie mir gesagt, das wäre nicht gut für die Performance. Also ich meine die Eierei hier jetzt, das liegt an der Serververbindung oder am scheiß Internet oder irgendwas. Das habe ich im Single. Also wenn ich hier manchmal nachts alleine bin, dann läuft das hier so flüssig wie im Singleplayer. Ne?
Aber man sagte mir, das wäre nicht gut für die Performance, dass wenn man so viele Maschinen wild überall rumstehen hätte. Das wäre besser, man hätte die im Schuppen stehen. Ist das wirklich so? Einige sagen auch, man dürfte keine Ballen auf dem Server haben. Und wenn wir jetzt zusammenrechnen, wir alle zusammen, haben wir bestimmt 1000 Ballen oder mehr. Ja, ZT303 und für die großen Arbeiten K700. Mehr hatten sie da ja auch nicht. Und wenn man das dann zusammenbringt, dann kann man ja auch das Ganze... Dann kann man ja auch mit den... Weil die Mods an sich sind ja teilweise gar nicht schlecht, ne? Der Schwartmeer da von Fortschritt oder die... Der Schwartmeer, den fand ich, der war richtig gut, der Mod. Die Mähdrescher bin ich im 19er von Fortschritt noch gar nicht gefahren. Da kann ich nichts zu sagen. Auf sowas hätte ich auch immer Bock gehabt. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, also jetzt, ich glaube, das liegt auch drauf, kommt auch drauf an, ob einer mit auf dem Server ist oder nicht. Wenn ich hier, ich habe hier manchmal auch ein ganz leichtes Rucken, aber ich schreibe das immer der Internetverbindung oder so zu. Also wir haben hier Ballen an allen Ecken und Kanten und nicht nur ich, also... Bloß ich habe das Problem auch noch, Marco, ich habe hier keinen Platz auf dem Hof und ich habe hier alles erstmal beim Nachbarn hingestellt. Also zum Winter hin friemel ich das alles wieder irgendwo in der Ecken hier rein, aber... Ich will auch noch bauen da unten. Ich will da unten noch bauen, mal gucken, dann wird das auch wieder anders. Mähdrescher ist genauso gut wie der Häcksler, ja, von AAA Modding. Ja, die machen echt schöne Arbeit. Sag mal, kann ich mir mal eben deine Drille ausleihen? Ja, kannst du. Sehr gut. Ja, das kostet sich heute Abend dann erstmal ein Abendessen, ne? Beim Wirt, weißt du ja wohl, ne? Und ordentlich Männer gedeckt, ne? Ich wollte gerade sagen. Schön Lütt und Lütt erstmal. Ja. Das kennst du auch, oder? Lütt und Lütt. Ja, sicherlich, du. Ja, erst eine schöne Manta-Platte. Oh Gott, hör auf von Essen. Dann geht's weiter. Ich hab noch nichts gefrühstückt. Hör auf von Essen. Achso, ja, ich auch noch nicht. Oh, ich habe auch nichts mehr, ich muss erst einkaufen gleich. Habe ich noch irgendwas? Ich glaube, ich habe alles aufgegessen. Ja, Toastbrot. Ich habe noch einen Topf von gestern Abend. Ich habe noch hier Toastbrot, habe ich hier noch. Habe ich noch was für drauf? Du machst nicht mit, das ist so unordentlich, ja. Kommt noch Marco, ich schaff das diese Saison nicht mehr. Ich hab nur Land gekauft, weil ich werde den Mist und die Gülle sonst nicht los. Und hier Ende nächsten Jahres, da baue ich hier vielleicht. Ja. Ein paar Hallen oder so könnt ihr schon dazu stellen eigentlich. Aber dann muss ich erstmal auf Singleplayer machen und gucken. Wie das hier zusammenpasst, ein Multiplayer, wenn du nur einmal setzen kannst, das wird sonst zu teuer.
mit den Strafzahlungen können die mich auch anscheißen, weil jedes Mal, wenn ich hier rausfahre, laufe ich nämlich immer ein bisschen mit der Vorderachse über Manu sein Land. Hat die BGA nicht ein großes Güllefass? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber du bist doch auch jetzt BGA-Plummi. Meint ihr, ich soll meinen zulegen? Hey, ich weiß ja nicht. Ich habe ja keine Ahnung, mit was für Mengen du dran romantieren musst. Aber. Also, ich glaube, das Ding ist brechend voll. Ich habe die ganze Sorge noch nicht einen Potter rausgeholt. So ein Zubringerfass wäre ja vielleicht nicht verkehrt. Ich weiß es auch nicht. Ja, das kostet ja auch 70.000, ja, gleich mal. Oder wir machen irgendwie Maschinenring auf, schmeißen zusammen und holen uns zusammen eins. Ja. Und einen Feldrandcontainer. Weil ja, ich meine so die Fläche, ja, man und die große Fläche hier, da bin ich ja ziemlich dicht bei dir. Aber wo ich auf die 3 gefahren habe, da dachte ich, oh, die ist ja ganz an einer anderen Ecke, da dachte ich, oh Mensch, hier hätten wir noch gut mit dem Transportfass hin und her können. Oder dann könnte ich hier, ich habe den Eingüllebunker bei mir leer, dann könnte ich Eingüllesilo könnte ich auch zur Verfügung stellen, noch zur Lagerung. Ja. Weißt du, da wo der Gülle rüber dran sitzt, das ist im Moment komplett leer. Da so, kann, da kann auch ja, mein Zusatzding ist auch noch leer hier, mein Bunker. Ja, ich muss nachher noch Gülle fahren, ne? Hier hole ich mir noch ein bisschen was eventuell ab. Ja, dann machen wir. 280.000 Liter habe ich ja noch selber, aber naja, jetzt liegt ja auch einiges. Liegt ja jetzt auch hier, wo man drauf muss.
Chef. Ja, der Rekordmitstreuer hat keine Lenkachse, also wenn er den über den Punkt drehen muss, Alter, dann ist aber Alarm hier. Soundaussetzer, das ist, ich weiß nicht, warum das auf der Karte ab und zu ist, aber ab und zu ist das. Na, Surfer war letzte Nacht nicht mehr da, wa? Markus Philipp, einen wunderschönen guten Morgen. Sommer, ne? Ich will da mal lieber gleich einarbeiten, nicht dass so viele Verluste dann jetzt auftreten. Dann haben wir hier die super schwere Kreiselegge von Brevigeliri. Also die kackt sich nicht an, also auch nicht bei Tonböden oder sowas, ne? Das ist richtig schwere Bauform. Braucht natürlich auch ein bisschen Bums. Ich weiß gar nicht, wie er schon hier damit gleich klarkommt. Weil das Stück, wo wir gerade waren, das ist also fast 100% Ton. Ja, wenn wir mal gucken, was er dazu sagt. Ja.
habe mir gestern noch für LS 17 einen Elvis. Du meinst Alice Chalmers. Ah. Alice Chalmers ist eine coole Mann. Also. Ich habe selber von den Ami-Dingern keinen gefahren, aber so von der reinen Optik fand ich Alice Chalmers. Also. Hat mir sehr gut gefallen. Auch so vom Cockpit-Style und so, ne? Was ich bis jetzt von Bildern und so gesehen habe. Naja gut, man weiß ja nicht, wie sich so ein Trecker anfühlt, aber so von der ersten Optik hier so, also ne, muss ich sagen, hat mir auch sehr gut gefallen. Kann ja sagen, ich fand die cool, die sind irgendwie ein bisschen schlanker gebaut, so von der Optik her, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie hoch die gehen. Ich glaube, die bauen auch bis 440 PS oder so, oder was der größte Schein, was schlimmer da war.
Sehr schön. Naja, während der Helfer dann jetzt hier das Feld offen, hoffentlich ordentlich grubbert, hier Kreiseleck, meine ich hier. Werde ich mir erst nochmal einen Kaffee machen. Das machen wir. Scheiße, was macht der denn? Ah! Warum ist er jetzt? Das gibt's doch nicht. Weil das war das, weil ich mit drauf gesessen habe normalerweise. Wenn der Helfer drauf sitzt. Oha, das wird teuer. Ah, ich sehe es schon. Sei froh, dass wir den Mod noch nicht mit drauf haben. Das sage ich dir. Aber normalerweise macht das doch nichts, wenn der Helfer da reinfährt ein bisschen, oder? Eigentlich nicht. Deswegen war ich auch verwundert eben. Dann kommt das bestimmt, weil ich mit drauf gesessen habe. Welcome back hier, Dieselmann. Welcome back. Ja gut, dann stelle ich mich hier hin zu gucken. Ich koche mir eben schnell einen Kaffee, ne? Ich bin gleich wieder da. Jupp, gleich.
So, wieder da. Okay. Was macht der Hälfte? Hat er hier alles kaputt gefahren? Es gibt's doch nicht, Plummi. Hat er? Ja.
kann das denn jetzt? Seit wann ist das denn so? Habe ich den Mod dann schon drauf? Den habe ich doch gar nicht drauf gemacht, oder? Nee. Das hätte ich ja schon gleich gekriegt hier. Wieso schreibt er denn erst bei Mist minus 5%? Das ist das Ding, schreibt er mir auch nicht schlau aus. Ja, also die Statistiken hauen nicht so richtig hin, da muss ich auch sagen. Da habe ich auf jeden Fall im Gefühl, dass sie nicht hinhauen. Na, Katze? Meldest du dich auch hin zu Wort, ja? Das wollte ich ihm eigentlich vorgewendet hier machen, aber da lohnt sich jetzt auch nicht mehr, jetzt ein schönes Stück hier zu Ende. Ja. Ja, tut mir leid. Ja, alles gut, das werde ich hier beherrschen, von daher ist das nicht ganz so. Ja, warte, ich muss hier einmal gucken, ob meine Kätzchen das so über hat, der denn jetzt hier. Also, Störung. Server. Was ist Katze? Ja, ich lasse meine Katze noch einmal raus, bis gleich. Jo. Oh Gott, oh Gott, Grande Malheur, die Katze, ich habe der Katze die falschen Leckerlis hingeschüttet. Wie konnte ich das auch nur machen, ey? Oha. Was heißt denn die falschen Leckerlis? Hast du zwei oder wie? Ja, zwei Sorten, aber die eine Sorte, die waren ja wohl, die mag sie wohl anscheinend nicht. Stand sie gerade davor, den Napf und guckt. Ne, ey. So. Das ist ein verwöhntes Viech, ey, das ist nicht wahr. Thank you.
So, nützt alles nichts. Ich will erstmal zum Tisch. Mach das, Flummi, lass dir schmecken, wa? Jo, was gibt's denn Feines? Eintopf, sagst du, oder was? Eintopf. Ich hab von gestern so ein, was ist denn das hier? Da Steckrüben-Rosenkohle-Eintopf hab ich gestern gemacht. Schön mit Schweinebacke drin. Ja, geil. Ja, lass dir schmecken. Aber ganz Feines. Alles klar, wir hören uns später. Jo. Tö. Tö. Ach ja, yeah, einen wunderschönen guten Morgen oder Mahlzeit. Ah, jetzt haben wir schon Mittag. Mahlzeit. Hast den Bagger umgebaut fürs Wochenende? Machst du am Wochenende wieder Gräben oder was anders? Harry, ich muss gar nicht sagen. Ich hab demnächst auch wieder was zu baggern. Schön. Auf einem riesengroßen Grundstück da erstmal. Ne? Erstmal abschälen, Welle setzen, irgendwas einbuddeln.
Graben aus dem Meer, ja. Zwischendurch ist Gräben, weiß ich nicht. Ich habe das ja nicht so. Ich habe das dann immer nur zwischendurch gehabt, mal Gräben. Ne? Ich habe das dann mal gemacht bei den Bauern und dann. Ja, teilweise so die ersten Jahre, wo ich den Bagger hatte am Anfang, da habe ich auch keinen Mähkorb gehabt. Das war ich dann mit dem, also ich brauche jetzt einen Löffel, der da war. Graben, Räumen, Löffel und dann hier der Hummel einfach Boden nehmen. Ne, das war. Das war schon cool, immer mal wieder zwischendrin. Die Aktion, was jetzt kommt, ne? Wenn da dann alles sicher ist, also das sind so Sachen, die mache ich am liebsten mal Grundstück gestalten. Einmal, wie gesagt, einmal dem ganzen neues Gesicht verpassen. Ha, jasses, ne, was ist heute bloß los? Heute ist doch nicht Freitag, oder wohl? Hatte ich, aber jetzt für die Aktion hole ich mir auf jeden Fall wieder ein, weil, also ich nicht, der Auftraggeber oder die Auftraggeber, weil die meinten auch schon zu mir, was sollen wir denn für einen Bagger mieten? Und ich habe gesagt, du, da brauchen wir ein bisschen Zeit für, ne, weil dann fällt denen vielleicht auch nochmal wieder was anderes ein, was sie denn noch haben wollen und das und das. Und da habe ich gesagt, am besten kaufen wir einen Bagger. Machen das und verkaufen ihn wieder. So viel Wertverlust hast du in der Zeit nicht. Und bei Bagger geht das in der Betriebsstunde nicht und nicht in der Vorbesitzer. Ne, ich habe hier. Der erste Bagger, den ich hatte, war ein Atlas 1200, ein Maikäfer. Aber warte, ich drehe mir eine Zigarette. Ein 1200er Maikäfer. Und den habe ich mir eigentlich aus Langeweile im Winter gekauft. Weil, tja, ich war da auch am Bohren und, also, und, ja, ah, da war ich noch nicht selbstständig, aber da war ich auch bei einer guten Firma da, gut bezahlt gekriegt und alles, aber ja, auch Hardcore-Stunden und so. Naja, egal, Winterpause, Kumpel rief an, da und da steht ein Bagger. Für. Oh Gott, war das jetzt noch D-Mark-Zeit, als ich den hatte? Ich glaube wohl. Für 1500 Mark. D-Mark. Ja, da, oh Gott, ich sag, was soll das denn sein? Ja, sagte er, also mein Kumpel, der hat mit Pferde zu tun und der war da irgendwie, der hat da einen Pferdehandel bei den Leuten gemacht und hat das Ding da beim Misthaufen stehen sehen, ne? Und ich war ja damals auch mit dem Trecker zugange und immer nebenbei so ein bisschen noch und ja, da hatte ich mir, glaube ich, ja. Ich hatte mir einen großen Miststreuer, hatte ich mir da geholt, ja, und Bagger fehlte mir echt noch. Und dann habe ich mir den Maikäfer angeguckt. Und so ein fossiles Ding kannte ich aus meiner Kindheit wohl, weil der hat sehr damit ja noch gearbeitet, deswegen wusste ich wohl, was ein Maikäfer ist. Aber aus meiner aktiven Zeit habe ich noch nie so einen alten Bagger gefahren. Ich bin mit Baggern angefangen, die hatten alle schon mal Eurosteuerung und hier, ne? Ja, der war ja nochmal von Baujahr. Oh Gott, schlag mich tot. Naja, ich stand davor und ich wusste erst auch nicht. Er sah echt röttig aus. Kannst du dir ja vorstellen, ne? So bei irgendwelchen Leuten, die denn da das Ding nur irgendwie dreimal im Jahr auch zum Mist aufladen für irgendwas hatten, sah der dementsprechend scheiße aus. Also ging kein Licht mehr, Armaturen. Hatte ja sowieso nicht viel, aber funktionierte auch, also gar nichts. Gestartet wurde irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, über Brücken oder so, weiß ich gar nicht mehr. Aber
Was mich so beeindruckt hat, ich glaube, wir haben den direkt über einen Anlasser starten müssen, weil der Rest nicht ging. Und das war ja, da saßen drei Zylinder Deutz drauf, aber auch noch kein Direkteinspritzer, sondern Vorkammermotor von Deutz, ne? Älteres Semester. Und der ist selbst ohne Vorglühen, ja okay, du musstest den ohne Vorglühen, musstest du den ein bisschen orgeln, aber ne. Baujahr, was war das denn für ein Baujahr, verdammt, war das Baujahr 63, der Bagger oder so? Aber er sprang an. Er sprang an. Und ich mich draufgesetzt und hier, ja, wie gesagt, die Steuerung für mich dann auch absolutes Neuland, weil, ja, nix Euro-Steuerung, sondern so drei oder vier Hebelsystem. Was an dem Trecker ein cooles Feature war, das war eine Gummihopser, ne, also Radbagger, und du konntest vorne, was du heute auch nicht mehr darfst, was bei denen aber noch genehmigt war und was du fahren durftest, du hattest eine Zockdeichsel, konntest du davor bauen, konntest die Hydraulik für die Steuerung vorne, für die Servolenkung auf drucklos stellen und dann konntest du dir den Bagger so hinter den Trecker, hinter den LKW, hinter den Anhänger irgendwo hinterher hängen, ne? Da konntest du auch vorne, also hatte vorne eine Steckdose, wo du den Kabel reinstecken konntest, das Blinker und alles mitging. Und das wollte ich ja haben für Miststreuen gehen, ne? Ich hatte einen Eicher, auch einen Eicher 3108 und einen großen JF-Streuer und dahinter kam der Bagger mit Zuchtdeichsel, Kübel vorne in den Miststreuer rein, alles andere auf Freilauf gelegt, so, ne? Und dann bin ich da bei ein paar Leuten dann mit Miststreuen gegangen. Also den zweiten Bagger, ja, und dann nachher habe ich mit dem Bagger auch richtig Aktion gemacht. Damit habe ich zwei Teiche gemacht, weil ich habe gemerkt, als ich den dann richtig beherrscht hatte, das dauerte einen Moment. Weil Kübel musstest du mit Fuß steuern und so. Aber wo ich den dann richtig beherrscht habe, dann ja, habe ich echt gemerkt, der ist nicht schlecht. Der ist zwar langsam von der Bewegung her, aber hatte richtig Kraft. Und für einen Radbagger hatte er noch nicht so ein derbes Gewicht. Der wog. Was wog denn der? 7,5, 8 Tonnen, irgendwie sowas. Und mit den großen NATO-Reifen, die ich drauf hatte, Zwillingsreifen hier, also habe ich nicht so viel Spurschäden gemacht im Land, so beim Gräben machen und so, wie teilweise andere Bagger. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich meinen ersten Teich damit gemacht. Und das mit dem Radbagger, muss ich sagen, das war eigentlich auch recht waghalsig. Aber naja, wie gesagt, dachte ich auch, 8-Tonnen-Bagger, notfalls, ne, rufst irgendwie beim Kieskutscher an, der zieht die dann wieder raus. Damit habe ich mich an einer Stelle zweimal eingegraben. Und einmal kam das Grundwasser auch schon hoch und der saß dann auch ständig bis auf Achsen. Aber ich habe den alten, also auf so einen 1200er Atlas, lasse ich nichts kommen, weil das wirklich eine Maschine ist, wo hier, ja, also die geht durch dick und dünn. Und wenn du selber einen Bagger hast, ist das ja auch immer so mit der Reparaturfreundlichkeit. Klar hat so ein alter Knochen, wenn du den richtig Stoff gibst und der jahrelang nichts gemacht hat vorher, also bei mir auch, wo ich den ersten Teich gemacht habe, da kamen also alle Hydraulikleitungen flogen mir um die Ohren, war alle, also restlos alle. Und ja, aber die waren ja auch schon, oh Gott, ey, dass die überhaupt noch gehalten haben, die ständig die Schläuche gesehen hättest, Alter, also ja, unglaublich. Oh, hallo Doc, hallo Brummi Else. Dein erster war ein Pocklane, ja, die sind auch cool. Die sind auch cool. Oh, warte, jetzt habe ich hier so lange geredet und Pause gemacht. Ich weiß auch nicht, warum das hier manchmal so hüpft auf der Karte. Das kenne ich so auch nicht, aber das ist hier irgendwie öfter mal so aus hier. Der erste Land hat er ja schon mal schön gemacht. Auch nicht, warum hier solche Störungen sind. So, mein zweiter Bagger war auch wieder ein Atlas. Und ich hatte mich in Atlas, also ich habe mich aufgrund des 1200ers absolut in Atlas verliebt. Das sind Sachen gewesen, also ich habe meinen Reitplatz damit gekühlt, fällt mir gerade ein. Und Manko bei dem Bagger war, ich hatte irgendwie, wie war das denn auch noch? Ich glaube, ich hatte die Lichtmaschine, die drauf saß. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da saß gar keine mehr drauf. Und ich habe auch keine mehr eingebaut. Oder hatte ich das? Doch, ich hatte doch noch einen eingebaut. Wir haben den Bagger mit ein paar Mal dann richtig hübsch gemacht, Alter. Der hat, ich
weiß gar nicht, das war dann so Winteraktion, weißt du, mit ein paar Kollegen. Dann haben wir das Ding geholt. Wir haben den nicht ganz auseinandergerissen, aber also ich hatte einer von meinen Kumpels ist Elektriker. Der hat die kompletten Kabelbaum da neu gemacht, ne? Ja, abends so in Whisky-Stimmung, kannst du dir das vorstellen? Dann war ja auch keine Lichter und so mehr, du. Dann haben wir hinten, haben wir keine Originallichter gekriegt. Also wenn die einmal weg sind, die kriegst du auch nicht mehr. Auch bei Atlas gibt es die nicht mehr. Und dann haben wir Lichter genommen vom irgendeinem Trecker. Die haben wir so ein bisschen rausgesetzt, damit das passte. Das weiß ich noch. Haben wir zwei so Kästen da dran geschweißt, wo die Lichter reinpassen. Das sah total genial aus. Oben auf dem Dach vier Halogenstrahler von Heller, von was weiß ich, die früher irgendwie im alten Kadett vorne dran gesessen haben, weißt du, die richtig großen Runden noch. Und also Licht und dann hatte ich auf dem Arm hatte ich mir auch noch zwei hier links und rechts. Auf dem Hebarm habe ich mir auch noch zwei hier Scheinwerfer draufgesetzt gehabt. Also, da konntest du richtig Aktionen machen mit dem Ding. Und was total verrückt war, 1960 oder wann der gebaut wurde, da haben sie das mit der Straßenverkehrsordnung ja auch nicht so eng gesehen. Also den Maikäfer hast du kein Lenkrad. Du hast vor dir anstatt des Lenkrads, wie soll ich das sagen, so ein T, weißt du? Also steck dir mal eine Lenksäule hoch und dann kein Lenkrad drauf, sondern einfach eine Stange, die da quer drauf sitzt. An der Seite mit zwei Knubbeln und damit machst du auch nichts weiter als Hydraulikventil auf und Hydraulikventil auf zu einer Seite und zu und zur anderen Seite auf und zu. Also so richtig gefühlvoll lenken geht damit überhaupt nicht. Dann hat der ein Getriebe unten, was du einmal manuell schalten musst. Also manuell heißt dann, du musst aus dem Bagger aussteigen und unter dem Bagger an dem Getriebe da den Hebel umstellen. So, da kannst du den von Straßenfahrt auf Geländefahrt da schon einmal umschalten. Dann hast du oben in der Kabine nochmal einen druckluftangesteuerten Knopf, wo du den schnell und langsam laufen lassen kannst. Also das macht er dann auch in der Bewegung, ne? So, aber wenn du unten das Getriebe auf schnell stehen hast, gehst du damit auf die Straße. Er braucht ein bisschen, bis er auf Touren kommt. So, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn er denn mal rollt, ne? Und du hast den eigentlich auf schnell und ziehst dann den Hebel in der Kabine, dass er die Bewegung schneller machen soll, dann schaltet der das auch nochmal um und gibt dann mehr Druck auf die Hydraulik. Und ich glaube, der lief über 32 Sachen. Also, es war aber wirklich fast Selbstmord. Ich habe es einmal gemacht, weil ich es wissen wollte und nie wieder. Also so schnell gefahren, da habe ich den immer dann hinter den Trecker gespannt oder so. Weil, Alter, bei dem Lenkungsspiel, was der hatte, das war wirklich Selbstmord. Und dann kannst du nur über dieses T lenken. Aber abartig, wie schnell der dann wurde. Wa? Aber wirklich, es war fantastisch. Und was noch fantastisch war, war der Verbrauch. Der Dreizylinder-Vorkammer-Deutz-Motor brauchte in 10 Stunden Volllast 30 Liter Diesel. Und wenn man dann mal gesehen hat, was man damit geschafft hat, so. Ich meine, klar, hast du mit einem Neuzeitbagger, der dann schneller dreht, also ein bisschen mehr geschafft. Aber wenn du das ins Verhältnis zu dem Verbrauch gesetzt hast, die Zeit nicht berücksichtigt hast, war der Atlas-Bagger unschlagbar. Unschlagbar. Dann habe ich bei dem einen Schrotthändler mal einen Reitplatz gekühlt. Steht da mitten im Winter, komme ich da an. Ich kam ja nur auch nicht morgens um 7 mit dem eigenen Bagger da. Also der stand, ich weiß nicht, Reitplatz gekühlt, habe ich 3 Tage für gebraucht mit dem Ding. Weil auch ehrliche Pausen zwischen und harte Erde und so. Da komme ich da eines Morgens an, war ja auch wieder Herbst- oder Winterzeit. Und beim Schrotthändler, der hatte einen Mercedes 813 und da sah ich schon, Haube war hoch und Startpilot. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Schon wieder Absturz. Die waren schon mit Startpilot am Gange, der Mercedes sprang hier. Was ist denn hier los, ey? Und ja, ich dachte, oh Gott, weil meine Batterie war leer und Lichtmaschine, deswegen war ich gerade überlegen, ob ich eine drin hatte oder nicht, weil hier entweder, oh, das gibt's doch nicht. Das stört der Server dann so.
Meine Batterien waren total schlapp. Der Tag vorher war ja gerade noch so irgendwie so, also konntest schon beim Starten hören, dass weniger wird. Und wie gesagt, Lichtmaschine war defekt oder ich hatte sie abgebaut oder was weiß ich. Und ich dachte da, wo ich das sah, die Aktion mit seinem LKW, hatte ich so scheiße. Kriegst dein Bagger auch nicht an. Und ich setze mich auf den alten Atlas und glühe ihn auch echt noch lange. Also ja, du musstest also bis die Spirale glühte und dann am besten noch eben so eine halbe Minute warten, dass er brennt, der die Vorkammer dann noch ein bisschen sich mit erwärmt hatte. Du, und dann habe ich den Starthebel gezogen und die Batterie hatte wirklich nur noch so viel Strom, dass die gequält eine einzige Umdrehung für den Motor hingekriegt hat. Und damit ist der angesprungen. Also der hatte sowieso, der war ja mal als Wehrmachtsmaschine konzipiert worden, da unter Adolf der Motor. Und hier, also der hatte ein Kaltstartverhalten. Unglaublich, unglaublich, was? Gut, Nachteil bei so einem alten Atlas, kriegst du halt nicht mehr dicht, ne? Also wenn das so weitergeht, höre ich gleich auf hier zu spielen, das hält mir den Kopf nicht aus, wa? Du kriegst ihn einfach nicht dicht, wie, also hier, ich höre gleich auf, das kannst du ja nicht spielen hier. Sonst hätte ich einen kompletten, hier, eine komplette Drehdurchführung hätte ich neu machen müssen und alles und hier, ja, da hatte ich nicht so die Möglichkeiten zu, da im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich das bloß gemacht und hätte ich den Bagger behalten, weil ich habe den dann eingetauscht gegen einen hier. Ey, das geht nicht, so kann ich nicht spielen hier, das geht nicht. Direkt mal beim Support wieder anrufen bei G-Port, ey, was ist das denn wieder für ein Quatsch? Den habe ich dann eingetauscht gegen, hallo Chris! Den habe ich dann eingetauscht gegen 1602. Der hatte auch noch keine Euro-Steuerung, das war auch noch das ganz alte Modell, aber der hatte deutlich mehr Kraft noch, weil der wog ja, oh, was wog der denn? 14 Tonnen, kann das sein? 14,5 Tonnen? Das konntest du aber merken, du. Damit konntest du dann kaum noch in die Länder reinfahren. Also wenn ich dann mal Gräben machen war und dann einen Teich habe ich mal bei Privatleuten gemacht, auch für Fische und so. Und bei uns ist ja Moorgebiet, nun war es kein Hochmoor, aber so eine halben Meter Moorschicht ungefähr saß da noch drauf und es war im Hochsommer. Weil ich ja wusste, also im Winter oder irgendwie, wenn es nass ist, hast du überhaupt keine Chance, dahin zu kommen. Und dann haben wir echt so eine Trockenperiode abgewartet. Ich weiß nicht, 3 Wochen Sonne und Trockenheit. Und dann habe ich gesagt, da habe ich den Typen angerufen und gesagt, ich sage, komm, ich mache das morgen, mach ja wohl gehen. Und das Bild werde ich auch nie vergessen, wo ich mit dem Atlas dann in dieses Moorstück fuhr. Da war das so, wie als wenn die Grasnarbe vor mir, als wenn das so eine Welle auf einmal schob, weißt du, und die wanderte auch ein Stück mit weiter, also je weiter ich reinfuhr, die schob ich die Welle vor mich her, irgendwann brach er ja durch, aber wie gesagt, das war nur, weiß ich nicht, 50 Zentimeter, also stand die irgendwie auch gleich wieder auf festem Boden und konnte mich dann mit dem Arm so durchs Gelände ziehen, nicht? Aber, also da war der alte Maikäfer, das war schön, also solche Sachen konntest du mit dem alten gut machen, wa? WestMG, hallo! Habe ich dich schon hallo gesagt? Ich war gerade so abgeschweift hier. Hatte dein Bauer auch? Ja, gibt's auch schon mit Euro-Steuerung. Aber ich hatte also die erste Serie davon. Der war auch schon, der hatte einen Vierzylinder-Deutz-Direkteinspritzer drauf. Mit, also das, was du, ja, so ein Deutz 6006 auch hast, so denselben Motor, aber dann auf 80 PS hochgedreht, ne? Ein Bagger hatte der 80 PS. Im Radlader haben die auch 80 PS, die Motoren. Ey, das ist doch nicht wahr hier, ey.
Also das ist so gerne Multiplayer spielen. Also viel Spaß das mit den Leuten mal, aber diese Störung, die das Server dann manchmal hat oder die Internetleitung oder was auch immer, das ist nicht schlecht. Jetzt geht's wieder gut, ne? Aber manchmal dann kannst du nicht lenken oder dann. Boah, Rainer, moin! Ich hatte gestern mit G-Portal gesprochen, allerdings wegen einer anderen Sache. Also jetzt ist wieder Mittagszeit, also morgens und so oder gestern Abend auch, dann läuft der wie, als wenn du ein Singleplayer bist, aber irgendwie zu bestimmten Zeiten dann. Tja, ich weiß auch nicht, was dann los ist. Wahrscheinlich sind die Leitungen einfach überlastet oder sowas. Ne? Weil G-Portal hat irgendwie einen Bug drin mit dem Speicherplatz. Wenn ich auf hier die Seite gehe, wo ich dann zu dem Webinterface weitergeleitet werde, da, also die direkte Seite von G-Portal, da war ich schon immer über, du kannst ja irgendwie Speicherplatz frei von 5 GB für die Mods. Und die habe ich bei weitem nicht drauf gehabt, also hier über 1,3, irgendwo 1,4, sagen wir mal, Gigabyte. Aber das Ding zeigte mir an 5,5 irgendwas, also hatte ich schon 120 oder 130% von dem Speicher benutzt, dann bei G-Portal habe ich da erstmal angerufen. Aber dann meinten, die waren super nett, war mein Sau erstmal, das wäre ein Bug und na, wollte ich mir keinen Kopf machen. Die Leute, ne, die Leitungen. Doggies, hello! Nice to see you, man! Weiß ich nicht, bist du auch bei denen im Support oder was? Oder wie meinst du das jetzt, Chris? Schnall ich jetzt irgendwie nicht. I'm feeling good, Doggies. I'm a little bit tired because I played last night so much. I have a very difficult geo here for this map, for seasons. And yeah, yesterday was harvest and yeah, my machines are not this middle-sized machinery here. And I was the whole day on the combine yesterday. But the farm is doing very well. I have a lot of debts here. 2.5 million euros, I think. Because I was growing so much. But everything is going fine, yeah. Diese Mann, hau rein! And Doggies, and I'm happy, you don't know that brand here in US, I think, but Hanomag is a very, very, traditional brand here from Germany, and they were the kings in the 50s,
And now there are some really good Hanomag mods available, and that also makes me happy. And they are sounding very good, this one. Good tractor, huh? And Katze! Kratzt hier schon wieder eine Tapete, darum gibt's ja nicht. And here's one that I had myself years ago. Hanomag R35. Sounds also very, very good. There are really good old-timer mods, Europe old-timer mods available now. That's cool. I think about to play an old-timer map someday, Dorgis. So, haben wir das denn jetzt hier? Das weitermachen. But the cows here, they made so much poo. It's unbelievable. And with this precision farming thing, you know, I'm not able to spread all my manure, all my slurry. And maybe that's the reason I have so much dirt, because I bought so much land to get rid of this stuff here. Hatte noch keine hydraulische Lenkung. Oh, jetzt muss ich jetzt mal gucken, was sein. Ach je, oh Gott, ich muss jetzt mal meine Brille aussetzen, dass ich sie wieder finde. Meinst du deinen Pocklane oder was? Pocklane fand ich, hatte auch schöne Sachen. Also, ich war irgendwann mal in einer Scheune gelandet bei irgendwelchen Leuten hier, wo wir dann auch mal vorne was machen sollten. Dann gehe ich da rein. Die Bagger konntest du aber nicht mehr rauskriegen, weil sie das Scheunentor zugemauert haben. Die stehen da heute noch drin. Der hatte einen Pocklin. Ich weiß die Bezeichnung nicht mehr, aber wenn du daneben gestanden hattest, ich habe noch nie einen Kettenbagger mit so einem kurzen Kettenfahrwerk gesehen. Wa? Also, die hatten aber, glaube ich, da hattest du die Hebel, glaube ich, irgendwie so vor dir angebracht sitzen. Irgendwie war das da ganz komisch. Nee, kannst du jetzt nicht. Jetzt habe ich noch keine Zeit. Jetzt nicht. Nee, der hatte noch keine hydraulische Lenkung, der Hanomag. Den meinst du richtig. Der hatte noch keine hydraulische Lenkung. Kleinen Moment, ich muss mein Kätzchen noch mal eben hier betüdeln, die will schon wieder raus. Sie hat ja immer ihre 5 Minuten so mittags, wenn ich hier im Stream bin. Ich bin sofort wieder da. Katze.
da.
Harry, schön, dass du eben da warst. Ich glaube, ich gehe gleich auch was essen. Ich kriege auch halt mehr Hunger. Und viel Spaß beim Gräben machen am Wochenende. Aber das ist ein gutes Stück hier, Alter. Also hier kommt ein Trach runter. Zumindest bei Raps war das so. Ich glaube, ich hatte die Vorfrucht hier auch echt günstig gehabt. Naja, jetzt habe ich genug Land. Jetzt habe ich genug Fläche zum Hin- und Herwechseln. Jetzt habe ich sowieso nicht mehr so die engen Fruchtfolgen hier. Oder ich bin auf dem Weg, dass ich das wegkriege hier mit dem engen Fruchtfolgen. Ich habe viel zu viel Getreide in der Rotation drin hier immer wieder. Was ist denn jetzt hier, Himmelarsch? Man darf Sachen nicht loben. Ne? Vorhin habe ich den Ballenwagen gelobt, da hat der Merken gekriegt. Dann habe ich was Positives über G-Port gesagt. Seitdem hakt der Server hier rum. Ich verstehe das gar nicht hier. So. Aber wie gesagt, der Knecht ist noch nicht da. Ich mache das jetzt einfach selber hier, weil ich muss ja... Es wird warm heute, ich will das eben ein bisschen einarbeiten. Eigentlich kommt der nachher. Wenn mein Knecht da ist, dann fängt er an, hier noch Gülle zu fahren und dann fliege ich das runter. Und wenn das geflügt ist, habe ich ja nochmal eine gute Lage, Kleck drüber und dann grubbe ich auch nochmal runter. Das ist Tonboden. Also das hat hier es, also die Bodenfeuchte ist glaube ich noch nicht ganz so katastrophal. Es hat hier vorgestern noch mal richtig fett geregnet. Wie gesagt, das Ding hier war hier wieder eine richtig schwere Ausführung, das hier kommt aber nicht klar, aber. Agrartechnik Paulus, moin!
deswegen habe ich jetzt so viele Störungen hier gerade zur Mittagszeit auf dem Server. Ich mache jetzt erstmal Pause und warte bis heute Nachmittag und dann komme ich hier nochmal rauf und dann geht das meistens besser. Dann bedanke ich mich schon mal ganz recht herzlich fürs Zugucken. Und schön, dass ihr alle da wart. Und ja, also denk mal, heute Abend geht's hier weiter. Heute Abend, heute spät Nachmittag geht's irgendwie weiter hier. Ja? Denn mal reingehauen. Bis dann. Tschüss.